So, willkommen zurück. Wir machen direkt weiter und zwar heute mit der Interpolation, mit dem, ich nenne es jetzt einfach mal Hashtag und den geschweiften Klammern. Damit könnt ihr die Attributnamen verwenden, und zwar als Variablen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier sagen, width, das ist jetzt nicht irgendwie immer width, sondern das ist ein variables Attribut. Das kann in manchen Fällen nützlich sein. Auch kann man damit eben Selektoren und so weiter als Variablen gestalten, was wirklich unglaublich geil ist. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Das sieht folgendermaßen aus. Wir definieren uns hier oben zum Beispiel eine Variable. Wir nennen das Ding jetzt einfach mal $myTag. MyClass mit Bindestrich am besten. Und setzen den Wert hierbei auf Klasse. Genau, klasse. Okay. Und dann haben wir, das wäre die erste Anwendung. Ja, machen wir erstmal den ersten Anwendungsfall, dann können wir das nämlich gleich abhaken. So, und jetzt können wir nämlich hier sagen, wenn wir alles selektieren wollen, was von der Klasse ist, also die Klasse im HTML-Code muss dann tatsächlich Klasse heißen. Also quasi Klasse, wobei, Sekunde, ich mache Class Klasse. So, und ich selektiere jetzt über diese Variable hier. Also ich kann das dann über die Variable anpassen und das ist ziemlich geil. Dann sage ich nämlich hier jetzt einfach, ich möchte alle Paragraphen, die Klasse, und jetzt kommt der Interpolationsoperator, das hört sich mega professionell an. Interpolation macht man mit dem Hashtag und den Klammern und hier rein muss dann die Variable rein, also myClass. Und ja, jetzt wird es wahrscheinlich relativ komplex. Ich finde das nachher im CSS noch, keine Sorge. So, und jetzt kann ich hier drin zum Beispiel sagen, ich möchte meine Color auf Dollar, keine Ahnung, my third color. So, okay. Und jetzt haben wir hier sozusagen alles selektiert, was ein Paragraph ist und was die Klasse myClass hat. Das mag jetzt vielleicht über diesen Hashtag hier und über dieses Dollar ein bisschen verwirrend sein. Lasst euch davon nicht verwirren. Es kommt wirklich nur auf diesen Inhalt von dem Ding an. Das hier sagt mir sozusagen, hey, lies aus, was da drin steht und schreib das genau hier rein. Wir gucken uns das jetzt erstmal kurz in der Seite an. Das heißt, das hat wenig Sinn, wenn ich den da so reinpacke, weil ich hier schon alles sowieso in Blau habe. Dann nehmen wir hier die Secondary Color. Und wir sehen, dass das hier plötzlich grau wird. Warum wird das grau? Naja, weil ich es selektiert habe. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal kurz in CSS ansehen. Das ist nämlich das eigentlich Spannende dabei, wie das dann im Endeffekt aussieht. Hier, style.css. Wir sehen hier p.klasse. Und das ist im Endeffekt alles, was dabei passiert ist. Also der Teil hier drin, den kennen wir schon, den lassen wir jetzt mal weg. Aber hier steht p.klasse. Woher kommt dieses p.klasse? Naja, ganz einfach. P. haben wir hingeschrieben und dann wird hier einfach aufgelöst, was steht innerhalb der Variable $myClass. $myClass ist Klasse. Also steht hier P. Klasse und das ist genau das, was dabei rauskommt. Wunderbar. Jetzt geht das Ganze sogar noch einen Schritt weiter. Also, dass wir hier Variablen verwenden können, kennen wir schon. Aber wir können auch hier Variablen verwenden. Wir können nämlich auch sagen $myAttribute. Falls ihr vielleicht nicht immer die Schriftfarbe ändern wollen, sondern mal ganz schnell von der Schriftfarbe auf die Hintergrundfarbe wechseln wollen oder sowas, dann können wir hier einfach sagen, ups, ja, da lag der Finger falsch, Color. So, und jetzt kann ich die hier auch wieder verwenden, aber nicht einfach nur durch $myAttribute. Das würde ein Problem geben, ich zeige es euch gerade mal ganz kurz. Da sehen wir plötzlich, oh, ist wieder blau geworden, also hat es offensichtlich nicht funktioniert, sondern wir müssen hier über den Hashtag gehen und wieder diese Interpolation durchführen. Und du kommst ans Ende. So, und durch diesen Interpolationsoperator sagen wir wieder, lies aus, was da drin steht und pack das als CSS-Selektor in Anführungsstrichen oder Attribut-Selektor hier vorne dran. Das heißt, Color wird hier vorne und auch zu diesem Color, wir sehen hier auch wieder Color, Doppelpunkt, Hashtag 777. Und genau das macht das eben. Wenn wir hier jetzt das nur so hinschreiben, dann kompiliert das zu, muss ich kurz aktualisieren,
Das compilate gar nicht. Es spart einfach diesen Tag einfach komplett aus. Also dieses pmyClass, was hier offensichtlich richtig ist, das wird hier einfach komplett ausgespart, weil es offensichtlich buggy ist, weil wir das nicht richtig geschrieben haben, weil wir hier eben diesen Interpolationsoperator brauchen. So, aber wenn ich das so mache, dann sehen wir hier auch wieder dieses, wir sehen es nicht, doch, da oben p.klasse. Und dann ist das nämlich auch wieder da und es wird wieder grau. Und jetzt können wir nämlich ganz schnell hergehen und zum Beispiel sagen, hey, wir wollen jetzt auf einmal nicht mehr Color selektieren, sondern wir wollen Background Color selektieren, was wahrscheinlich hier nicht wirklich funktioniert. Doch, funktioniert wunderbar. Und der Text ist dann natürlich immer noch dieses wunderschöne Blau, was wir hier ausgewählt haben und der Hintergrund ist eben 777. Und so können wir natürlich hier einfach komplett alles, was ein Attribut angeht, komplett einfach auf ein anderes Attribut schieben. Das macht natürlich vor allem Sinn, wenn wir hier variable Klassennamen haben und wenn wir hier zum Beispiel relativ schnell andere Attribute einfach wählen wollen. Also das ist natürlich dann der eigentliche coole Anwendungszweck davon. Okay, das Ganze nennt sich Interpolation und damit ihr es wisst, und das hier ist der Interpolationsoperator, den braucht ihr nicht, wenn ihr hinten irgendwas haben wollt, sondern immer nur, wenn ihr das Ganze vorne sozusagen auslesen wollt. Ja, eine weitere Anwendung vom Interpolationsoperator, die möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn ihr hier zum Beispiel Width durch 3 reinschreibt oder durch 3 Pixel, dann wird das Ganze zu einem Fehler werden, weil wir natürlich dann, also ich zeige es euch ganz kurz, weil wir dann hier, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wo sind wir denn, My Border, richtig, hier haben wir plötzlich Border Width 1, bla 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 bla, ohne irgendwie Pixel oder sonst irgendwas hinten dran, hier steht einfach genau das, was wir ausgerechnet haben. Das kann mal sinnvoll sein, wenn ihr sowas machen wollt, aber wenn ihr wollt, dass diese Werte einfach wirklich als Werte eingetragen werden, also zum Beispiel bei Font gibt es das ja, dass man sagt, Font Doppelpunkt 12 Pixel / 30 Pixel, das ist gültiges CSS, so wie es da steht. Wenn ihr jetzt allerdings hier das Ganze über eine Variable reinpackt, also zum Beispiel über $width, die es jetzt hier nicht gibt, okay, aber wenn ihr das so macht und ihr wollt das aber als eigentlich 12 Pixel, 30 Pixel hier stehen haben, dann packt ihr auch einfach diesen Interpolationsoperator rein und da drumrum. Ich definiere mir jetzt hier einfach mal ein $width oben drüber, damit ich auch das Kompilat euch zeigen kann. 30 Pixel. So. Und jetzt steht hier nämlich, wenn ich das kompiliere, steht hier als Font, wo bist du? Hier. Als Font steht hier 30 Pixel, 30 Pixel. Wenn ich jetzt allerdings den Interpolationsoperator hier weglasse, dann kompiliert das natürlich genauso zu 1. Und das möchte ich vielleicht manchmal nicht haben, sondern ich möchte 30 Pixel, 30 Pixel dastehen haben. Das heißt, ich mache hier eben dieses Ding drumherum und alle sind glücklich und ich habe eben 30 Pixel, 30 Pixel dastehen. Ja, das wäre die dritte Anwendung von dem Interpolationsoperator. Und ich glaube, so langsam versteht man auch, wie der intern arbeitet. Wenn man den da einsetzt, dann wird das nicht als Variable oder sowas behandelt, sondern dann steht da halt wirklich genau das, was drin steht. Also da wird einfach nur genau in den Source Code das eingefügt, was der Inhalt der Variable ist, ohne weiter drüber nachzudenken. Das heißt, da wird einfach Klasse eingefügt. Hier wird einfach genau das eingefügt in das CSS-File, was hier drin steht. Hier wird genau das eingefügt, was hier drin steht und so weiter und so fort. Und deswegen ist es natürlich durchaus sinnvoll, das mal zu machen. So, das hier lösche ich jetzt allerdings wieder raus, weil wir Font hier unten schon haben und $width brauchen wir hier auch nicht. Okay, cool, dann war es das schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr seid ein bisschen schlauer geworden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.